Moin, moin, Matrosen. Hier ist der Klabautermann von Klabautermann LP und der da gerade Hi gesagt hat, das ist der Tommy von Two Crazy Games. Hi! Der alte Hi. Wir spielen Player Unknowns Battlegrounds, Schleichen, Ducken, Wegrennen, zwei Noobs auf dem Schlachtfeld und Tommy hat uns eine Location rausgesucht. Ja, oh, wir wollen bis zur Farm. Klabautermann, wir werden auf der Farm landen. Ich habe mal orange an der Alternativlocation das ist okay. markiert, falls das nicht ist okay. Das können wir gerne machen, aber da müssen wir leider jetzt schon raus. Es war schön kuschelig im Flugzeug, aber wir hüpfen dann schon mal. So. Jetzt. Ja, war ja sehr lustig in der letzten Folge mit der Pfanne, ne? Das, die Taktik muss ich mir merken. Ja. Das, ich habe tatsächlich gar nicht geguckt, was es dann für eine Errungenschaft gab. Ich habe nur unten im Fenster gesehen, es gab eine Errungenschaft. Wollen wir noch zu gelb oder wollen wir zu orange? Nee, tatsächlich wird es eher orange werden. Ich vermute mal, dass... Wobei? Ja, gut. Nee, das wird zu knapp. Das orange. Obwohl orange schon sehr knapp wird. Also ich gehe hier vorne an diesem kleinen Häuschen runter. Ich komme danach. Also ich bin ja zeitig rausgesprungen. Also nicht zeitig, sondern richtig. Ja, ich bin jetzt mal mit niemand hier bei uns. Ich bin jetzt mal mit nee, ich habe gar nicht geguckt, aber ich habe schon mal eine Uzi gefunden, aber ich bin heute mal ein bisschen oben ohne unterwegs. Einfach in Hinsicht darauf, dass vielleicht irgendjemand mich dann nicht erschießt. Du meinst, die sehen deinen Oberkörper und denken sich, ja, ach, die Gott, schmelzen der arme dahin. Der arme Wicht, den schießen wir heute mal nicht drauf. Die schmelzen dahin, die Damen. Die PUBG spielen. Es sind tatsächlich gar nicht so wenige Frauen, die PUBG spielen. Letztens irgendwas gelesen. Aber ja, schön, halt, dass die... Nur so blutrünstige Kampfweiber halt. Ja. Aber schön, dass die Uzi so an meinem Schulterblatt klebt. Wahrscheinlich, weil ich so verschwitzt bin. Von diesem heißen Gameplay. Hä, du hast mir doch gar nichts zugeguckt. Du hast doch dein eigenes angeschaut. Arsch. Angenehm. Da braucht der Mann. Junge. Lunge? Junge. Sag ich. Was war das? Da lag doch noch was. Geh wieder rein. Hier liegt einer Helm. Sehr, sehr lustig. Ich habe übrigens viele neue Ideen. Die dich vielleicht interessieren. Was für Ideen denn? Also zu welchem Bereich? Dir erst nachher. Dann ist es was Versautes. Ja. Dann weiß ich gar nicht, ob ich es wissen will. Du willst es wissen. Ich will es wissen, na gut. Dann ist es was niveauvoll Versautes. Ja, ich sag doch, ich mach dich intellektuell heute fertig. Mhm. Aber es ist nichts Versautes. Das, so viel kann ich schon mal sagen. Das hat eigentlich eher so was Organisatorisches. Dann will ich es nicht wissen. Aber was organisatorisch Gutes. So, wo steckst du denn gerade? Da hinten. Ich bin gar nicht so weit weg von dir. Bleib mal stehen. Ja, toll, ich bin auf freiem Feld. Ich renne jetzt weiter. Ah. Wolltest du mir nicht vorhin vors Knie schießen? Ich hab dir über den Kopf geschossen. Warum? Ja, ich kriege aber noch Revanche, ne? Letztens hast du ja auch schon mal gerissen. Weißt schon so, dass du dir jetzt schon mal einen Schuss in den Fuß eingehandelt hast. Ich hab mich versteckt. Hattest du jemals in PUBG eigentlich schon mal so einen Anzug? So einen Strauchanzug oder wie das, was weiß ich, so einen Tarnanzug? Nee. Ich hab auch sowas noch nie gehabt, noch nie gesehen, sowas. Die sind wohl sehr rar. Ich hab auch nur, Hier liegt ein zweier Rucksack. Cool, kann ich den haben? Ja. Dankeschön. Und hier liegt noch ein MP-Magazin. Kurzer Sauhaufen?
Ja, was hast du denn für Waffen? Ich habe eine Uzi. Und eine M16. Ich habe zwei M16s. Liegt ja aber jetzt gar kein gescheites Zeug. Die Pistolenmagazin könnte ich mir nehmen. Letztens so ein Event-Mode gespielt. Du, ich muss, wir müssen weiter. Ich kann hier nicht, ich kann mit dem wenigen Loot kann ich nichts reißen. Hast du kein Thema, dann gehen wir weiter. Gehen wir die Straße weiter? Ja, also hoch, ne? Also Richtung Norden. Ja. Ich habe letztens diesen Event-Mode gespielt. Da bist du dann in so einem sehr kleinen Kreis gerannt und da musstest du quasi Punkte sammeln mit einem Team von 10 Leuten. Und wer dann halt die meisten Punkte hatte oder die meisten Kills hatte, die haben dann halt eben gewonnen. Ne? So dieses klassische, so ein klassisches Gemetzel halt. Was da fand ich, liegt fand übrigens ich noch eine Tommy-Gun an der Bushaltestelle vor der Haustür. Ich glaube, ich bin sehr glücklich. Ich versuche mal mein Glück mit einer Uzi dieses Mal. Und mit einer 9mm. Also ich habe jetzt gerade 9mm Muni. Sehr viel. Ich glaube, da werde ich drauf aufbauen. Du brauchst keine ACP, oder? Nein. So, und jetzt? Tu dir keinen Zwang an. Und dummes Gesicht. Wenn du noch einen Schaft, wenn du noch einen Schaft findest für die Uzi, dann. Dann denke ich an dich. Dann denk an mich, du kleiner Lumpensammler. Ich würde jetzt zur Farm rüberlaufen. Zu welcher Farm? Die wir ursprünglich anvisiert hatten. Oh, wir hätten auch da oben auf den Turm raufgekonnt. Von da hätte man gut snipern können. Ich hatte nur gar nichts zum Snipern. Hätte man gut snipern können und das aus deinem Mund. Was denn? Du kannst auch gut snipern. Naja. Das, ich glaube, gut snipern kann keiner von uns beiden wirklich so richtig gut. Ich meine, diese Treffer, die wir mal hin und wieder mal erlangt haben, das war dann doch ja, der eine, der da so komisch übers Feld gehoppelt ist, den habe ich echt schlecht getroffen. Das stimmt, da hast du 5-mal dran vorbeigeschossen, aber im letzten Endes hast du ihn erwischt. Das habe ich ihn erwischt. Aber auch nur, weil er wahrscheinlich schon ziemlich angeschlagen war. Cool, dass Walton einfach nicht an jedem Fenster funktioniert. Also auch nicht an jedem Fenster mit nur Glas dran. Ist dir das schon mal aufgefallen? Immer wenn da irgendwie so ein Möbelstück oder sowas dahinter, hinter dem Fenster steht, dann funktioniert das nämlich auch nicht. Sicher, dass es so eine gute Idee ist, jetzt zur Farm zu laufen. Irgendwie habe ich im Pipi habe ich irgendwie ein böses Gefühl. Ja, ich habe halt keine. Und das liegt irgendwie nicht daran, dass ich schon eigentlich schon seit 3 Folgen übel muss. Warum soll es keine gute Idee sein? Weiß ich nicht. Ich gehe mal da hoch. Ich auch. Dachte ich mir gerade. Na, dann warte ich mal hier, bis du oben bist und mir Deckung von oben geben kannst. Oh ja. Das machen wir mal. Jetzt sitzt hier oben einer, weißt du? Und knallt mich so ab. So, ja, ich wenn man jetzt los. Worin rennst du denn? In die Farm rein. In die Farm? Jetzt bist du ja drin, jetzt kann ich wieder runterkommen. Nee, jetzt kannst du, wenn jemand auf die Tür zurennt und mich rushen will, was passiert? Oh, ich wäre fast runtergeflogen. Ähnlich wie beim letzten Mal. Ja, da rusht jetzt gerade keiner. Ich komm mit dazu, weil ich brauche noch ein bisschen Munition. Dann war das eine super geile Aktion gerade. Ja, die war, Aber sie war gut abgestimmt. Also ja. Wir waren gut koordiniert. Sie war kontrolliert, richtig.
In dem Haus, in dem ich bin, liegt noch 9mm Munition. Da sagtest du auch was, dass du die brauchst. Oh, ich habe ein 8er Visier. Ich kann es nicht benutzen. Kann ich es vielleicht auf meine Thompson packen? Nee, auch nicht. Okay, ich habe schon mal ein 8er Visier. Vielleicht finde ich ja noch eine Fernkampfwaffe zufällig. Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre richtig gut. Weil dann würde ich nochmal mein Glück versuchen irgendwie. Aber Fernkampfwaffen, also die richtigen Fernkampfwaffen, die sind ja auch Mangelware hier, ne? Also ich habe eine. Was hast du denn für eine? Eine SKS. Würde auch ein Visier nehmen. Hier liegen noch mehr 9mm Munition. Ach, Tommy. Du und dein Gehüpfe. Ja, was denn? So, warte mal. Ich will doch nur eine Fernkampfwaffe. Eine Fernkampfwaffe will ich. Oh, Baby. Eine Fernkampfwaffe, irgendwie so ein Gewehr vom Jahrmarkt. Weißt du, so eins, was so richtig Bums hat. Was mit 7,6 Muni ballert, weißt du? Die gute Munition. You found something. Didn't find anything. Warum nicht? Ich hab doch gesagt, wo die ganzen guten Sachen liegen. 9mm Munition noch und nöcher. Ja, so gut sind die jetzt auch oder nicht. Also eine gut ausgerüstete Uzi, der mag ich nicht im Dunkeln begegnen. Ja, aber ich will ja ich will ja irgendwie was, wo man auch mit so fernkampfmäßig irgendwas machen kann. Weißt du wie? Rutsche. Ach, was soll ich mit der? Was soll ich denn damit? Mann! Ja, ich hab so eine schon. Ich hab mir die Muni geschnappt. Ja, die Muni wollte ich mir auch schnappen. So. Möchtest du so das Visier haben? Ich könnte es gegen Vierer tauschen. Ja, also lass mal tauschen. Auch vielleicht kann man. So und so. Hä? Und so. Ach, ein Vierer kann ich tatsächlich draufpacken. Dann packe ich doch hier das. Wo ist denn das Vierer hin? Hier. Tatsächlich, so viel kann ich gar nicht. Und hier ist eine 9mm Munition. Ah, super. Ja, ist okay. So, dann kann ich ja hier noch die holographischen. Ein holographisches Visier benutze ich mal, behalte ich mal. Ja, Viere ist auch okay. Wo gehen wir jetzt hin? Da, wo wir richtig viel Schaden anrichten. Oh, scheiße. Wir müssen uns jetzt entscheiden, Norden oder Süden. Norden. Und wenn nicht? Pech. Dann hierhin? Ja. Erstmal. Na dann auf. Ja, was willst du machen? Was willst du denn sagen? So, ist dann halt so, ne? Hast halt Pech. Mhm. Oh, mein Arsch.
Schön wäre es ja eigentlich, wenn wir so ein Notfallauto hätten irgendwie. Aber war das nicht bei diesem Event, dass sie da eine Flaregun aktiviert hatten, die dir ein Auto schickt, wenn du sie außerhalb des Kreises abfeuerst? Nee, das war ein anderes Event. Das, was du meintest, habe ich nicht gespielt. Oh, das ist ja das Falsche. Wir wollten ja weiter drüben. Da müssen wir an den Häusern vorbei. Das wird natürlich auch sehr spannend. Wo rennst du hin? Ich habe nur mal ein bisschen gescoped. Und? Mit Erfolg? Nee. Wollten wir nicht da drüben hin, nach rechts? Ich würde sagen, wir gehen mal kurz ans Rote Haus hier, oder? Geradezu. Da haben wir eine Brücke im Blick. Okay. Mal, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, die wir auch hatten. Ich würde vorne um reingehen, wenn du jetzt sagst. 1, 2, 3, jetzt. Na toll. Hat ja geklappt. Achtung. Und hier liegt eine K8. Tralala. Ich habe ihn im Visier, aber ich schieße nicht. Die fahren mit zwei Autos. Die wollen über die Brücke. Wissen die schon was, was sie nicht wissen? Nee, falsch gefahren. Ja, die Häuser, wo wir ursprünglich hin wollten, wären eigentlich ganz gut gewesen. Komm, lass uns da schnell hinflitzen, da können wir am Ufer entlang. Flitz schon mal, ich hole dich ab mit dem Auto. Nee, würde ich nicht machen. Es ist, der Kreis ist schon zu eng. Ah, okay. Und es macht halt Krach. Kann das sein, dass du mit einer Uzi übel lahm bist? So lahm wie mit allen anderen auch. Okay, ich sehe vor uns, na gut, die hauen ab. Und es wird nicht auf sie geschossen. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Links läge auch ein Boot. Ja, in Richtung ganz, ganz weit weg fährt noch ein Auto. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Zwischenstopp hier noch, um uns zu organisieren und orientieren. Genau. Wir unterbrechen das Gameplay an dieser Stelle. Was? Ja, hier war schon jemand drin. Aber der scheint mir schon weg zu sein. Ja, ich würde dann hier am Ufer entlang. Hast du noch 5 Millimeter? Nicht wirklich viel. Die brauche ich. Ich habe nur 30 Schuss. Ich kann doch hier kurz noch gucken, ob noch was da liegt. Hier liegt eine Scar. Aber jetzt nochmal zu switchen, es wird zu brutal, glaube ich. Fährt noch ein Auto? Ne, ein Boot fährt da. Ach, das wäre unser Boot gewesen. Ja. So, wir müssen auch los, komm. Wir müssen da jetzt hin, da sind jetzt schon zu viele. Ach, damn. Ich brauche Muni. Wofür denn, wenn du dann mit einem Headshot erschossen wirst? Ja, ich meine, ich muss mich auf das Gefecht vorbereiten. Aufs Gefecht.
Das ist ein beschissener Weg gerade, ne? Ja, vor allem landen jetzt genau da vorne welche an. Ist doch okay. Dann, worauf willst du warten? Ach so, du willst schießen. Wenn ich sie finde. Ach, die wollen sich die Lootbox holen. Dann lass uns das nutzen, dass die Lootbox holen wollen und am Strand entlang rennen. Boah, nee, da sind wir. Ja, müssen wir doch. Du siehst doch da, wo der Loot aufsteigt. Da sind wir doch gleich aus dem Sichtfeld. Wo wir natürlich eigentlich hin müssen, ist da die Klippen rauf. Oh, dann müssen wir jetzt aber uns richtig ranhalten. Ach, damn, das ist doch wieder nichts hier. Kann man da irgendwo aufklettern oder müssen wir dann rechts rum? Nee, lass uns erstmal in die Zone reinkommen. Nee, wir müssen... Oh ja, scheiße. Wir können unten an den Klippen langlaufen. Und uns verstecken. Können wir versuchen. Wenn wir nicht von rechts erschossen werden. Ja, jetzt müssen wir... Da müssen wir jetzt durch. Aua. Es wird geschossen. Aber nicht auf uns. Oben auf dem Hügel Richtung 240 wird geschossen. Ich meine, da habe ich gerade einen laufen sehen. Wir laufen unten an den Klippen lang, richtig? Ja. In der Hoffnung, dass jetzt hier keiner kommt. Ja. Naja, da um die Klippe rum ist halt die eine Lootbox. Wenn wir unten an den Klippen sind, dürfen wir halt nicht viel Krach machen. Ich streng mich an. Ich höre irgendwas. Komm schon. Komm schon, hier hinterm Boot ist noch einer. Der schwimmt direkt hinterm Boot. Komm schon, mach ihn platt. Ich kriege ihn nicht. Der erste, komm, heile mich. Komm. Ich beobachte, ob der rauskommt. Der ist unter Wasser abgetaucht. Ah. Okay, er kam raus. Oder irgendeiner kam raus. Ja, der kam hinten auf dem Boot hoch. Ja, Freunde, so schnell kann es gehen, aber wir haben sie fast geknackt. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs dabei sein. Mein Gott, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlechter irgendwie. Aber hey, es war eine sehr spannende Runde und wir hätten ja fast irgendwie... Und da war auch dieser berühmt-berüchtigte Tarnanzug und wir hätten ihn fast gehabt. Naja, okay, Klabbi, es war... Schöne Runde war es trotzdem. War spannend. So, ja, guck mal. Ich danke auch fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen und an die Kommentare und die Abos. Und einen Abos. Schönen Tag noch. Ja, bis dann. Tschüss.